Ähnlich wie beim MOSFET können wir auch beim IGBT das statische Verhalten durch Kennlinien beschreiben. Wir werden es auch gleich sehen. Viele der Eigenschaften sind ähnlich wie beim MOSFET. Um diese Kennlinien zu verstehen, gehen wir aus von einem vereinfachten Modell für den IGBT. Das heißt, unser IGBT hier wird ersetzt durch ein Modell für diese Kennlinienbeschreibung, das wie folgt aussieht. Wir haben gesehen, zur Ansteuerung nutzen wir ein MOSFET und wir ersetzen jetzt aber hier in dem Modell nicht die anderen Halbleiterzonen durch einen PNP-Transistor, sondern um die Kennlinien zu verstehen, kann man das auch so darstellen, als ob wir hier einen kleinen Bahnwiderstand haben und eine Diode, die sozusagen durch den MOSFET eingeschaltet wird. Diese Anordnung, dieses Ersatzmodell hier auf der rechten Seite beschreibt dann ein ähnliches Verhalten, ein ähnliches Kennlinienverhalten, wie wir das bei dem MOSFET kennengelernt haben. Das heißt, die Spannung Gate, die Anschlüsse Gate, Emitter, Kollektor finden wir hier wieder. Gate-Anschluss ist der des MOSFETs, der Emitter-Anschluss ist dann hier der Source-Anschluss dieses MOSFETs und der Kollektor-Anschluss wäre hier oben an der Diode. Und dann können wir aus diesen Parametern heraus eine Beschreibung des Kennlinienverhaltens vornehmen. Als erstes haben wir wieder die Steuerkennlinie bzw. Transferkennlinie. Die Steuerkennlinie beschreibt, wie beim MOSFET auch, den Zusammenhang zwischen der angelegten hier Gate-Emitter-Spannung und dem fließenden Strom IC, in diesem Fall in den IGBT rein. Das heißt, das wollen wir uns anschauen. Wie sieht also der Strom über der Gate-Emitter-Spannung aus? Tatsächlich ergibt sich dort kein großer Unterschied zum MOSFET. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier über die Gate-Emitter-Spannung auftragen, den Stromverlauf IC, dann würden wir folgenden Verlauf in etwa kriegen. Auch wieder so ein bisschen quadratisch, weil es natürlich diesem MOSFET-Einschaltverhalten entspricht. Ab einer Schwellspannung, die nennen wir jetzt hier UGETH, die Schwellspannung Threshold Voltage dieses IGBTs. Und wir können jetzt natürlich auch hier wieder eine Vorwärtssteilheit definieren, das heißt eine Vorwärtsleitwert GFS, der auch hier wieder wäre Delta IC, in diesem Fall jetzt zu Delta UGE. Und man könnte ja dann dieselben Modelle machen. Das heißt, ich könnte hier eine lineare Näherung machen. Und wir sehen tatsächlich, vom Steuerverhalten her verhält sich hier der IGBT im Wesentlichen wie ein MOSFET. Was ist jetzt vielleicht der Unterschied? Ein bisschen diese Schwellspannung ist bei IGBTs üblicherweise ein bisschen größer, das ist typisch in dem Bereich vielleicht von 3 bis 6 Volt, wobei MOSFETs ein bisschen drunter liegen. Dann wollen wir als zweites jetzt auch die Ausgangskennlinie betrachten des IGBTs und dazu schauen wir uns die Ersatzschaltung hier oben nochmal an, das Modell zur Beschreibung dieser Ausgangskennlinie. Wir werden also jetzt schauen, wie hängt an dieser Stelle die Spannung zwischen Kollektor und Emitter am IGBT ab vom, beziehungsweise wie hängt der Strom IC ab von der Kollektor-Emitter-Spannung und der steuernde Parameter wird die Spannung UGE sein. Dann schauen wir in dieses Ersatzmodell tatsächlich, was wir haben werden. Wir werden irgendwo hier diese Scanlinienfeld wie bei dem N-Kanal-MOSFET haben, aber dann zusätzlich sozusagen das Verhalten von einer Diode mit einem Serienwiderstand, den können wir jetzt Bahnwiderstand oder wie auch immer nennen. Tatsächlich können wir den reinpacken in den differentiellen Widerstand der Diode. Das heißt, was wird passieren? Ich werde eigentlich das Kennlinienfeld des MOSFETs haben, sozusagen die Spannung, die hier drüber abfällt, plus den Spannungsabfall über Serienschaltung aus einer Diode und einem Bahnwiderstand. Das bedeutet, ich kriege eine Verschiebung dieser Kennlinie und damit auch die Eigenschaften der Diode. Schauen wir uns das an. Wir haben also hier dann dieses Ausgangskennlinienfeld über der Spannung UCE aufgetragen, der Strom IC. Was kriegen wir dann? Wir werden Folgendes sehen. Tatsächlich werden wir hier eine Schwellspannung jetzt haben und danach so ein Verhalten wie beim MOSFET. Das heißt, wir werden hier wieder so Transistor-Kennlinien irgendwo haben, werden aber hier einen Bereich haben, wo wir an der Stelle eine Schwellspannung haben. Das heißt, gegenüber einem MOSFET haben wir
Die Kennlinie verschoben. Woran liegt das? Tatsächlich in der IGBT-Struktur haben wir ja diesen PN-Übergang jetzt drin, und der sorgt dafür, dass wir eine gewisse Mindestspannung benötigen. Der steuernde Parameter hier wird die Gate-Emitter-Spannung sein. Wenn wir nochmal zurückgucken in unser vereinfachtes Modell, diese Gate-Emitter-Spannung entspricht in diesem vereinfachten Modell zur Kennlinienbeschreibung der Gate-Source-Spannung des MOSFETs. Deswegen kein Problem. Je größer die angelegte Gate-Emitter-Spannung ist, desto stärker wird jetzt der IGBT leitend sein, und man wird jetzt natürlich versuchen, möglichst große Gate-Emitter-Spannung einzustellen. Das heißt, typischerweise stellt man Gate-Emitter-Spannung zwischen 10 und 20 Volt hier ein, um ihn voll einzuschalten. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, das wäre zum Beispiel die Gate-Emitter-Spannung 15 Volt. Hier unten wären wir dann vielleicht bei 6 Volt oder so, und dann schalten wir ihn voll ein, um möglichst geringen Spannungsabfall zu kriegen. In Rückwärtsrichtung jetzt passiert Folgendes: In Rückwärtsrichtung werden wir einen Sperrstrom kriegen, und tatsächlich, der IGBT wird jetzt hier nicht direkt ein Diodenverhalten haben und Ströme in Rückwärtsrichtung führen, sondern er hat hier eine gewisse Durchbruchspannung der Kollektor-Emitter-Strecke. Das heißt, er verhält sich in Rückwärtsrichtung mehr oder weniger wie eine sperrende Diode. Tatsächlich hier, diese Spannung ist bloß einige 10 Volt. Typischerweise. Das heißt, es ist keine sehr hohe Spannung in Rückwärtsrichtung, anders als in Vorwärtsrichtung. Dort haben wir eine Durchbruchspannung, die größer ist. Achtung, das hier müsste ein anderer Wert letztlich der Durchbruchspannung sein. In Vorwärtsrichtung haben wir vielleicht 600 Volt, 1200 Volt, und in Rückwärtsrichtung haben wir jetzt hier bloß einige 10 Volt. Das heißt, wir können festhalten gegenüber dem MOSFET, wir sind jetzt hier, wie man sagt, rückwärts sperrfähig, aber nur einige Volt. Tatsächlich, häufig ist es so, ich male das mal gestrichelt ein, häufig ist es so, IGBTs haben im Modul drin, wie bereits erwähnt, hier so eine zusätzliche Diode. Die ist aber zusätzlich eingebaut, ergibt sich nicht aus der Halbleiterstruktur. Wenn wir die haben, diese optionale Diode, dann werden wir hier natürlich in Rückwärtsrichtung ein Diodenverhalten kriegen. Hier bei 0,7 Volt nimmt dann die Spannung zu, oder bei 1 Volt, je nachdem, Leistungsdiode an dieser Stelle. Dann wollen wir noch einen Begriff klären. Im Datenblatt von MOSFETs wird oft angegeben die sogenannte Sättigungsspannung. Was bedeutet das? Typisch für einen Wert der Gate-Emitter-Spannung wird damit angegeben, welcher Spannungsabfall bei einem gewissen Nennstrom zum Beispiel ist. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, wenn ich sage IC gleich hier zum Beispiel 20 Ampere, und dann gehen wir hier runter, dann hätte ich hier eine Spannung, einen Wert UCE satt. Das wäre dann die Sättigungsspannung, vielleicht irgendwo zwischen 1 und 2 Volt. Das wären so typische Werte, und damit wird dann spezifiziert, wie groß der Spannungsabfall beim IGBT im eingeschalteten Zustand ist. Noch eine letzte Anmerkung zu dieser Kennlinie an dieser Stelle. Wir haben tatsächlich hier eine Kennlinie, die steiler ist als die eines MOSFETs. Das heißt, die Kennlinie oberhalb dieser Schwellspannung ist steiler als beim MOSFET. Was bedeutet das? Das bedeutet tatsächlich, wenn wir hier sozusagen so einen differentiellen Widerstand ermitteln, das heißt hier den Kehrwert 1 durch RCE, der differentielle Widerstand der Kollektor-Emitter-Strecke in einem Arbeitspunkt, dann ist dieser differentielle Widerstand viel, viel kleiner als typisch die Werte eines RDS-ons von einem MOSFET. Zumindest wenn wir ein MOSFET haben mit einer ähnlichen Sperrspannung. Und wie gesagt, hier unten, das war die Diode, die optional im selben Gehäuse untergebracht ist. Und natürlich auch wieder MOSFET haben wir hier irgendwo eine Durchbruchspannung in Vorwärtsrichtung. Das heißt, der Transistor kann nicht mit beliebig hohen Spannungen in Vorwärtsrichtung belastet werden.